Peace Leute, Tobi hier. Heute wollte ich mal ein Video machen für die Leute, die noch nie gefastet haben und am Fasten interessiert sind, das gerne mal ausprobieren wollten und wollte ihnen einfach mal 7 einfache Tipps wollte ich euch mal in die Hand geben, die ihr beachten solltet am Anfang, wenn ihr mal das Fasten ausprobiert. Und ja, mein erster Tipp wäre gleich zu Anfangs mal einfach es langsam anzugehen. Am Anfang langsam rantasten. Es kommt eben immer darauf an, in was für einem Gesundheitszustand der Körper ist, wie viel Sport ich vorher gemacht habe, wie alt ich bin, welche Krankheiten ich hatte, in was für einem Umfeld ich gelebt habe, Luft und so weiter, wie viel ich draußen in der Natur bin, wie glücklich meine Lebensumstände ansonsten sind. Und ja, je nachdem sollte man sich eben umso langsamer rantasten. Und eigentlich sollte auch, denke ich, immer eine Ernährungsumstellung mit einhergehen. Erstmal nach dem Fasten ist eine Ernährungsumstellung eh immer wesentlich leichter und man kann das ja schrittweise immer ganz klein angehen. Am Anfang mal einfach weißen Zucker weglassen, einen Monat, dann den nächsten Monat auch noch Salz weglassen, raffiniertes Salz. Dann im dritten Monat Weißmehlprodukte, Gluten weglassen, im vierten Monat vielleicht dann alle tierischen Produkte weglassen oder je nachdem, was man halt vorher gegessen hat, dann einen Monat lang die Milch weglassen, im nächsten die Eier und dann, was weiß ich, Fleisch, ist egal. Wie man, was einem halt schwerer fällt oder leichter dementsprechend wegzulassen, zuerst weglassen und sich andere Sachen dafür suchen, das dann gut substituieren und dann fällt es einem auch ganz leicht eigentlich. Und man soll es eben langsam angehen lassen, je nach dem Gesundheitszustand. Am Anfang am besten erstmal das Frühstück weglassen, mal schauen, wie man reagiert und ob es einem schwerfällt. Und dann nicht gleich mit einem Wasserfasten anfangen, sondern zum Beispiel mit Gemüsesäften fasten am Anfang. Fruchtsäfte habe ich noch nie ausprobiert, mit Fruchtsäften zu fasten. Aber Früchte stimulieren einfach sehr, alles rauszuhauen an Giftstoffen und da kann ziemlich schnell viel zu viel ins Blut gehen, gerade mit den überzüchteten Früchten. Und da würde ich auf jeden Fall am Anfang sowieso von abraten. Und ja, am Anfang vielleicht nur mit Gemüsesäften anfangen und dann eben mit ganz kleinen, am Anfang mal das Frühstück weglassen, das dann mal jede Woche vielleicht einmal machen, dann jeden Tag das Frühstück weglassen vielleicht. Oder dann mal 1-2 Tage jeweils in der Woche fasten. Und dann kann man sich vielleicht mal ein bisschen rantasten an längere Fasten oder dann Wasserfasten oder dann sogar Trockenfasten und so weiter. Ja, das ist erstmal der erste Tipp. Als zweiten Punkt, genau, keinen falschen Ehrgeiz. Man sollte immer auf seinen Körper achten, das wird dann der nächste Punkt sein. Aber kein falscher Ehrgeiz ist der zweite Punkt. Und zwar, man sollte nicht sich da unbedingt fest ein Ziel setzen. Klar, man sollte schauen einfach, hey, ich lege mir jetzt die Tage fest und wollte es jetzt fasten. Aber wenn's nicht geht, dann brecht ab. Wenn ihr euch zu schwach fühlt, hört ihr auf euren Körper, auf die Signale. Ja, und der dritte Punkt ist dann eben genau auf den Körper hören, auf die Signale hören vom Körper. Und ja, gutes Spiegelbild ist immer die Zunge. Wie viel Belag habe ich früh auf der Zunge, daran sehe ich, wie viel Gifte der Körper gerade ausscheidet. Wenn es einfach zu viel wird, dann Einläufe auf jeden Fall machen. Und wenn ihr merkt, dass einfach zu viel Gifte ins Blut gehen, das kann nach ein paar Tagen passieren oder auch schon nach einem Tag, wenn man noch nie gefastet hat oder je nachdem, nach dem Gesundheitszustand, auch schon nach einem halben. Ja. Und dementsprechend sollte man eben auf seine Körpersignale hören. Man merkt es, denke ich, ich habe es immer ganz gut daran gemerkt, wenn ich aufstehe, das kennt ihr, wenn ihr lange in der Sonne liegt, irgendwo aufsteht und dann dieses Schwindelgefühl oder wenn einem ganz kurz schwarz vor Augen wird oder was auch immer. Und wenn das extremer wird, dann habt ihr einfach zu viel Gifte im Blut und dann unbedingt abbrechen, ja. Und da wirklich auf den Körper hören und dann keinen falschen Ehrgeiz und sagen, nee, ich halte es aus,
das kann dann wirklich bös enden und beim Fasten sollte man wirklich aufpassen, was man macht und sich da wirklich, wenn man es noch nie gemacht hat, langsam, sehr langsam rantasten. Und vierter Punkt ist dann einfach richtig informieren. Kauft euch ein Fastenbuch, kauft euch vielleicht mal Arnold Ehrets Buch Gesunde Menschen, oder da gibt es eine Zusammenfassung, Band 1 und 2 von Arnold Ehrets Schriften. Und ja, informiert euch einfach. Es ist wirklich wichtig zu wissen, auf was für Signale man hören sollte und wann man aufhören sollte und was überhaupt im Körper während dem Fasten passiert. Und ja, als fünften Punkt wollte ich dann Darmreinigungen und einfach Mittel, um die Gifte wieder aus dem Körper rauszubringen. Am Anfang, ganz wichtig, am Anfang vom Fasten sollte man eine Darmreinigung gleich machen, damit der Darm komplett sauber ist und dass man nicht auch noch irgendwelche vergärenden Sachen in sich hat in der Zeit. Und dann auch, wenn man sich nach ein, zwei Tagen schlechter fühlt, dann immer mal wieder Einläufe machen. Und ja. Ja, und nach dem Einlauf merkt man auch einfach nach einer Darmreinigung, wie klar man danach meistens wieder im Kopf ist, wenn die Gifte erstmal wieder raus sind. Und ja, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, als sechsten Punkt ist dann einfach mal das Fastenbrechen zu erwähnen. Die erste Mahlzeit einfach nach dem Fasten ist ganz wichtig, dass man schaut, dass auch wirklich die Gifte, die in den Darm gekommen sind, dass die auch dann wieder rauskommen mit der ersten Mahlzeit. Und dass man wirklich schaut, dass man dann genug isst. Dass man erst isst und wenn es nicht gleich wieder rauskommt, dass man noch mal mehr isst. So damit man dann wirklich gleich danach aufs Klo muss und das ganze Dreck rauskommt, den mal die ganzen Gifte, die durchs Fasten in den Darm geleitet wurden, damit der Körper die nicht wieder aufnimmt, damit die ordentlich ausgeschieden werden. Am besten ist es mit Früchten dann das Fastenbrechen, wobei man da auch dann wieder aufpassen muss, wenn man eben eine schlechte Vorgeschichte hat, ist es mit Früchten, kann es dann auch recht schwer sein, dann sollte man vielleicht eher Gemüse, aber da informiert euch selber nochmal und schaut, tastet euch da einfach langsam ran, was euch da gut tut. Und ja, schaut da selber ein bisschen, informiert euch und ja, das ist einfach sehr wichtig. Ja, als letzten Punkt, als siebten Punkt wollte ich nochmal anbringen, dass einfach die Beschäftigung, wie viel Sport man während dem Fasten macht. Ich denke, es ist einfach ganz wichtig, sich zu bewegen während dem Fasten. Das kann das Ganze wesentlich leichter machen und euch einfach erleichtern. Und ja, aber dass man auch schaut, dass man eben nicht zu viel macht. Keine Leistung erbringt, die man nicht mal ohne Fasten schaffen würde. Und da wirklich auf seinen Körper achtet, wenn man gerade dann ein bisschen schlapp sich fühlt, dass man dann halt wirklich leichte Bewegungen, ein bisschen laufen gehen, ein, zwei Stündchen. Die Bewegung tut wirklich meistens sehr gut beim Fasten. Man hat auch meistens viel mehr Energie, aber man sollte dann trotzdem aufpassen, dass man es nicht übertreibt mit der Bewegung und mit dem Sport. Und auch beim Arbeiten, Fasten ist immer einfach sollte eine Phase der Heilung sein. Bei Heilungsphasen ist nie Eile geboten und kein Stress. Sonst bringt es den Körper wieder völlig durcheinander. Ihr solltet euch wirklich Zeit und Ruhe dabei gönnen. Je nachdem, was ihr arbeitet, man kann ruhig arbeiten dabei, aber wenn ihr euch zu sehr dabei reinstresst, dann lasst es in der Zeit oder schaut, dass ihr es dann im Urlaub macht. Ja, das war so der letzte Punkt. Ich hoffe, das hat euch alles ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt einfach unter das Video. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.